Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Monster Max. Hier 93 Stufe wir, so wie der Max lernen muss, ein Held zu werden, muss ich lernen, was es heißt, ein Monster zu sein. Belohnung Nummer 45. Achso, ich kriege 45. Ach so. Das habe ich immer gedacht, Belohnung und Nummer, das heißt, es ist die Belohnung Nummer, was auch immer. Böse Zauberer lauern die auf, töte sie und ihren Chemisten. Ihren Chemisten, sondern Chemisten. Okay, brrrballa. Ab in den antiken Tempel, mein Leben. Jo. Oh. Ach, ich behalte die Sachen aus dem letzten Level. Cool. Dann kann ich mich ja wehren. Das ist ja prima. Puh. Oder sind die... Nee, die sind nicht immun. Ist das böse? Nee, das ist gut. Goldbarren? Funktion. Bonus wird aufgezählt, wenn sie die Mission bestehen. Oh. Das heißt, ich kriege mehr Bonus, wenn ich jetzt die Mission beende. Das ist ja cool. Das ist ja cool. I like the money. The money in my box. Oder in my boxers. Yep. Boing. Doing. Ich habe die zu weit nach links geschoben. So, jetzt aber boing. Boing. Wisst ihr, ich hatte erst so meine Zweifel, ob das so mir das Spiel liegen würde. Aber ganz ehrlich, ich glaube, weil ich ja mit dem Gameboy aufgewachsen bin, das hat was. Das erinnert mich an früher, ja, wo ich ja zum Beispiel aus oder so, wo ich auch Mario und so gespielt habe, oder als ich meine ersten Erfahrungen mit Mega Man hatte. Das war, als ich beim Kieferorthopäden, ich bin seit längerem ja in kieferorthopädischer Behandlung, und da, wenn ich da im Wartezimmer bin, hatte ich da auch ab und zu mir mal ein Gameboy ausgeliehen, und da war halt Mega Man drin, und ich war da so unerfahren. Ich habe wirklich gedacht, dass die Figur, die ich auswähle, das ist der Charakter, den ich steuere, und es hat mich irgendwie, fand ich schon interessant, dass jede Figur gleich aussieht. Ja, später habe ich verstanden, ach, das ist der Boss, den ich auswähle und nicht der Charakter, den ich spiele. Aber so war dich halt der Fall. Bin ich eigentlich durch die Tür schon mal gegangen? Ich glaube, nein. Ah, das ist das hier. Map. Hier brauche ich ein Schutzschild. Also nee, Moment, der Schutzschild bringt auch nichts, weil das ja die ganze Zeit aktiv ist. Hier weiß ich, muss ich die ganze Zeit springen. Nein, falsche Richtung. Jesus Criminy. Ich muss das mit der Richtung hinkriegen. Zack, 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 zack. Wieder falsch. Ich muss nach oben drücken, verdammte Kiste. Höp, 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 höp. Nein! Ach, verdammter Szenenwechsel. Zack, 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 zack. Oh, jetzt war ich... Hep, 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 hep. Wieso? Ich will es doch nochmal probieren. Na so, aber jetzt habe ich meinen Zauberspruch nicht. Kann ich den Goldbarren nicht kriegen, weil der vom Zauberer hier bewacht wird. Oder habe ich den etwa schon? Habe ich vielleicht doch nochmal neu probiert? Oder habe ich resettet? Nein, ich habe... So, her damit. Hat der eine Sonnenbrille auf? Mann, du bist so cool wie eine Sau. Eine Sauna, Sauna. Okay, wie? Jetzt habe ich ein Problem. Nein, weg da. Hilfe. Tag, das ist mein Trampolin. Weg da. Super. Grandios. Das ist die erste Ebene und ich habe schon so meine Probleme. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Nein! Ein bisschen nach rechts. Nicht, hör auf, meine Bewegung zu imitieren. Das macht mich ganz schummrig. Ah, ich habe dich gefangen. Gefangen habe ich dich. Warte, warte, plopp. Ist das eigentlich jetzt auch noch so Trainingslevel, oder sind das Level von diesem Grand, oder wie der heißt? Das ist sicher nicht so grandios wie in der Namenswahl, hä? Die Musik ist gut. Das kriege ich jetzt hin. Hep, 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 hep. Hä? Hey, ich hab's geschafft.
Ich hab's geschafft, meine Lieben. Da, 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 da. So, was denn nun? Ah, hier, das ist ein großes. Das ist ein großer Level. Großes Labyrinth. Ah, wie schneller laufen? Ah, was soll's? Miau. Miau. Okay, hier kann ich Sachen nehmen. Na, das will ich nicht. Wofür? Das kann ich auch bewegen? Kann ich hier hoch? Ach, da ist eine Tür. Achso. Gleich ist der Turbo vorbei. Okay, ich vermute mal hier der vorletzte Block. Da muss es hin. Okay. Zack. Achtung. So, einmal. Fühlt ihr euch auch so beobachtet von den Gesichtern an der Wand? Achtung. Ha, komm schon. Nein, 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 das kriege ich hin. Ich krieg mich noch, ich rette die Situation noch. Oder auch nicht. Schade. Nochmal das Ganze. Da wird die zusätzliche Geschwindigkeit doch eigentlich ganz gut. Okay. Ah, so verstehe ich. Darf den nicht ganz an die Wand schieben. Ansonsten bin ich zu weit links. Das ist auch wieder die Sache von Perspektive. Ja? Okay, hier und dann hoch, schätze ich mal. Für mich sieht es aus wie weiter links. Zack. Und hier. Einmal. Und hör auf, dran zu lecken. Oh, Schokolade. Leck mich auch in Schokolade. Aha. Geschafft habe ich. Habe ich's. Ach, hey, Emine. Höp. Okay. Erster Szenenwechsel. Hüppala. Was ist denn hier los? Diese Augen. Mein Gott, die durchdringen meine Seele. Zum Glück hatte ich den Stern gehabt. Wegen der Perspektive hat mich wieder hier reingehauen. Herz. Okay. Ich vermute mal, die ging kaputt. Jo, die ging kaputt. Wie soll denn das klappen? Ich muss doch drauf hüpfen und dann gleich weiter? Hä? Hilfe! Jesus! Grimini! Ich muss nach oben hüpfen, schätze ich mal. Okay. Hep, 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 hep. Oh, Jesus, Grimini. So langsam wird's. Ach du liebes bisschen. Bitte nicht gleich kaputt gehen. Okay, die sehen ein bisschen aus wie Gamecubes. Bischle schon. Okay, ich springe lieber nicht. Ist mir viel zu riskant. Ich warte, bis die rüberkommen. Hehe. Keine Tricksereien? Okay, finde ich schön, finde ich schön. Was ist das denn jetzt? Achso, ich sehe schon. Ich sehe schon, was ihr von mir wollt. Hör auf, den Block zu verschieben, den brauche ich. Hilfe! Okay. Das macht mir ein bisschen Angst, das Vieh. Okay, der befindet sich ganz einfach nur an den Wänden entlang. No! Away from me, you bastard from hell! Hep, und hep. Und der Jovo hat's hingekriegt. Haha. Hahaha. Ich muss den bösen Zauberer besiegen, aber brauche ich da nicht noch eine Kampfwaffe? Oh je. Ach du liebes bisschen. Das ist schlittrig, hä? Schlittrig ist das Feld. Ja, das heißt, ich muss den... Ich muss also genau aufpassen, dass ich ihn nicht erwische. Los geht's! Hui! Ach, lecker mio, du coolie Ghost. Du coolio. Und... Nein, Hand, komm schon! Ach, hör mir drauf. Anscheinend steht er erst los, wenn ich aufhöre, mich zu bewegen.
Was soll das denn jetzt, hä? Du hältst dich vor, für sehr witzig, hä? Heppa. Na, die Idee ist schon gut. Der flitzt erst los, wenn ich ihn loslasse. Okay. Geronimo! Wupp! Na, das geht doch. Okay, okay, und ab geht's. Okay. No! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ach, du liebst ein bisschen. Bitte nicht kaputt gehen. Oh, das da. Das ist der Maria. Aha. Und wie lasse ich die Bombe auf ihn fallen? Runterschieben, ah! Habe ich's versaut? Die Brücke muss ganz bleiben und ich muss die Bombe runterschieben, verstehe. Und hab. Okay. Nein! Kann ich die Bombe überhaupt runterschieben? Oder laufe ich einfach nur drüber? Ich habe einen Versuch jetzt. Ich muss schon machen sein. Ja, nein! Oh, es hat gerade noch gezählt. Okay, jetzt darf ich bloß nicht runterfallen. Wenn ich jetzt runterfalle, dann schlage ich mir auf den Oberschenkel. Okay, vorsichtig. Höp! Und höp! Jawohl! Belohnung 45, Bonus 3, Guthaben 124, 127, ja, habe ich keine Herzen mehr. So, kann ich jetzt den Aufzug nehmen? A pass costs 70. Give me a pass, my friend. Thank you, sir. I'm a monster, not a sir. This is a loading song, which isn't very long. Jovo, that's my name, back now to the game. So, meine Damen und Herren, Stufe 2 haben wir erreicht. Erstmal hier ein kleiner Safe State. Boop, boop, boop. So. Mal sehen, wenn es pro Ebene 3 Level gibt und es gibt 29, das heißt, es gibt so um die 10 Ebenen, schätze ich mal, oder? Oh, ich habe ja noch Zeit. Okay, dann schauen wir mal, was mich hier mal willkommen heißt. Belohnung 45. In den Wald dringst du ein und tötest alle bösen Augen. Oh, die mich mit ihren Blicken ausziehen wollen. Achso, jetzt habe ich die Herzen wieder. Was ist das denn bitte? Hier, nimm eine Bombe. Was immer du bist, nimm eine Bombe. Map. Funktion, sie sehen die ganze Welt, die sie erforschen. Plan nehmen. Okay, jetzt also, habe ich also die Welt von diesem... Also den Plan von dieser Welt. Von diesem Level. Okay. Sind hier vielleicht Geheimnisse? Gibt hier Geheimnisse? Hä? Auch lustig. Ich kann sie einfach explodieren lassen, aber vielleicht gibt's ja was. Eine kleine Box. Her damit. Ach, Emine. Weiß ich das denn jetzt? Okay, ich habe einen Block, den hab ich auch. Okay. Ich sehe schon. Wieso hat der Wald sowas? Hä? Whoop! Dübelü! Haha, hab's hingekriegt. Jawohl, die gehen. So, wie mach ich das? Aha. Okay. Und hip. Bap, bap. Als Maul, so. Das ist nicht korrekt. Jetzt kann ich aber auch nicht zurückgehen, weil ansonsten falle ich ja da rein, oder? Ja, das ist nicht so gut. Das hätte ich jetzt wirklich für eine Treppe machen sollen. Wenn ich jetzt dahin hüpfe, dann frisst er mich. Hab ich's doch noch? Hab ich's geschafft? Ich falle runter, ich weiß es. Oh doch, wenn ich schnell bin. Wupp, wupp. Dann kann ich's schon machen, okay. Okay. Ich
brauche aber zwei da oben. Okay, so schon mal gut. Zack. Schieben. Und schieben. Und eine kleine Treppe hier aus Holz gebaut. Ich bin Meister. Okay, ein kleiner Zauber hier. Was zur Hölle? Damit habe ich aber nicht gerechnet. Okay, danke, danke. Dann nochmal zurück. Wup, wup. Jo, jo, funktioniert's denn, hä? Hep, hep, hep. Ha, 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 ha. Aber meine Schuhe werde ich behalten. Doing, doing, doing. Ich bin lieber mal ein Monster-Känguru. Damit, das kann ich halt auch damit zerstören. Anscheinend das nicht. Dafür brauche ich die Entenpower. Du bist definitiv Feind. Nein! Der ist zu klein für meinen Schuss. Wupp. Wupp. Wie nenne ich euch? Flipper Devil. Nein. Ach, leck mich doch hier genau. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Nope. Wieso soll ich da reingehen? Okay. Warte nun. Doing, doing. Miau. Wuppale. Kann ich euch zerstören? Will ich euch zerstören? Anscheinend nicht. Okay, okay. Ja, ich schau mal, was da drüben ist. Ja, da verliere ich hier mein ganzes Leben, bevor ich mir hier das eine Herz hole. Pah. Aha. Ah, das schlittert auch. Okay. Und denn nun? Ja. Das ist nicht so normal. Ist nicht so, wie mein Plan gewesen ist. Oh, muss ich den vielleicht mit dem Block anhalten? Das muss es sein. Ah, verstehe. Also, wo muss er hin? Da muss er zwischen rein, oder? Oder kann ich die Sachen damit kaputt machen? Okay, warte mal sehen. Wenn ich hier stehe, hier wäre der Feind. Hier wäre der Block. Dann stelle ich das mal hier hin. Schiebe es durch hin. Kapischki. Aha, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Und whoopadi. Du bist nicht Blatt, hä? Achso, ich muss dich hier in die Lücke schieben. Verstehe. Und dann muss ich den kleinen Block oben draufstellen, dann komme ich an die Tür. Aha. Ja, sowas verstehe ich wieder mal. Sowas verstehe ich. Mal sehen. Du bist ungefähr hier stehen. Ja, genau. Eigentlich genau dort, wo er steht, oder? Das heißt, ich darf ihn erst einsammeln, wenn ich den Block, wenn ich den Stumpf bewegt habe. Ah, nee. Der war ein bisschen höher. Muss ein bisschen höher sein. Okay. Zack. Und nach oben mit dir. Hopp, ab in die Lücke. Perfekto Kato, sag ich mal. Ich war perfekt gezielt. Hä? Sehr schön. Und den Zauberstab nehme ich mir mit. Okay, vorsichtig. Und up. Ach du liebes Bisschen, kann ich auf den Bäumen stehen? Nein! Ich kann auf den Bäumen stehen, aber ich bin runtergefallen. Ui je. Wieso haben die sowas in dem Wald, hä? Na super. Hilfe! Timmy hat mir gesagt, dass es ein Horrorspiel ist. Zum Glück habe ich mir den Zauberspruch mitgenommen. Anscheinend schon welche hinüber. Okay. Hier hatte mich wohl Feen. Feen hatte die mich hier. Okay, dann gehe ich hier durch. Nein! Okay, ach so, ich bin hier sicher. Okay. Gut, ich dachte, der Boden wäre tödlich. Was ist hier denn bitte? Gar nichts. Erlaube mich zu verkackern. Ja. Doing, 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 doing. Was ist hier? Ach du liebes Bisschen. So weit kann ich doch gar nicht springen, oder? Haben wir vielleicht sowas wie einen Supersprung drauf? Ist das denn möglich?
Okay. Verschiedene Ebenen, unten ist nix. Hier brauche ich eine Bombe. Wahrscheinlich ist das, was ich auf der anderen Seite hier mir holen muss, eine Bombe. Und damit meine ich nicht eine schöne Frau, sondern eine sprichwörtliche Bombe. Ah, so, hier, ach so. Ach, das ist gut. Das finde ich schön, dass wenn ich runterfalle, dann sterbe ich nicht. Nein, ich verliere auch kein Leben, sondern ich lande einfach nur im Keller. Okay, das heißt, Mensch. Wie mache ich das? Und hab. Hä? Jesus, Criminy. Und hab. Ich traue euch nicht. Da haben wir die Bomben. Komm her, du Bombe. Kleine Spumische, du. Komm mal mit. Ich habe eine große Aufgabe für dich. Aha. Nimm die Bombe. Nimm aber nicht mich. Und du schaust mich nicht an, hä? Hier, das hast du verdient. Bada bim, bada bum, bada bam. Es wird. Yay, Belohnung 45 und den Bonus. Der beträgt 7. 7 ist die magische Zahl. 109, ja. So, ich werde wahrscheinlich alle Level machen müssen, damit ich immer genug Punkte habe. Oder wie viel brauche ich für den nächsten Pass? 130. Yo, du bist ja so ziemlich gierig nach meinen Punkten. Aber meine Damen und Herren, hier muss ich den Part von Monster Max erstmal beenden. So langsam, ja, ich finde mich rein, es macht auch Spaß, ist interessant, so ein Juwel der alten Tage hier jetzt nochmal für mich kennenzulernen. Und Max, los, für die Überbrückung. Richtig so. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.